Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video gucken wir uns die drei besten Notstromaggregate an. Alle Aggregate sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welches Notstromaggregat das beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video. Wir starten mit der Briggs & Stratton P2400. Dieser Stromerzeuger hat eine Startleistung von 2400 Watt und eine Betriebsleistung von 1800 Watt. Er lässt sich mit Benzin betreiben und ist mit einem leisen und kraftstoffeffizienten Benzinmotor ausgestattet. Dank Inverter-Technologie liefert er gleichmäßigen Strom, sodass sich Laptops, Smartphones oder Spielekonsolen gefahrlos betreiben lassen. Das Aggregat reguliert seine Leistung selbstständig, abhängig davon, wie viele und welche Geräte angeschlossen sind. Der Generator verfügt über zwei 230 Volt Steckdosen, eine 12 Volt Gleichstrom Ladesteckdose sowie zwei 5 Volt USB Anschlüsse und bietet dadurch Flexibilität. Mit 22,8 Kilogramm ist der Stromerzeuger erstaunlich leicht und sehr kompakt. Dank des H-Tragegriffs lässt er sich von ein bis zwei Personen problemlos transportieren. Zudem gibt es Transportrollen dazu. Der Tank fasst 3,8 Liter Treibstoff. Dies wird für ca. 8 Stunden Dauerbetrieb bei einer Last von 25% ausreichen. Gemessen bei dieser Last sowie einer Entfernung von 7 Metern vom Bedienfeld erzeugt der Generator eine Lautstärke von 58 Dezibel. Weiter geht es mit dem Zipper ZI-STE-1100-IV. Für Bedürfnisse mit weniger Leistung ist ein kleiner Stromerzeuger in der Regel ausreichend. Einen solchen findest du in dem Zipper. Das Modell liefert maximal 1,3 Kilowatt bei voller Auslastung bei einer Drehzahl von maximal 4800 Umdrehungen pro Minute. Ideal zum Beispiel für Festivalbesuche, bei denen Kleingeräte zum Einsatz kommen. Damit diese nicht durch Spannungsspitzen kaputt gehen können, ist das Gerät mit einem Invertermotor ausgestattet. Da der Stromerzeuger keine Transportrollen hat, muss er mit Muskelkraft von A nach B bewegt werden, was angesichts des geringen Gewichts aber kein Problem darstellen sollte. Der Tank fasst Benzin bis zu einer Menge von 4,2 Litern. Bei voller Auslastung erzeugt er 5,4 Stunden Strom, was einem Verbrauch von nur 0,7 Litern pro Stunde entspricht. Der Stromerzeuger gehört damit zu den sparsamen Modellen. Eine Ölmangelsicherung sorgt dafür, dass das Gerät nicht trocken laufen kann. Und zum Schluss der Matrix Inverter Stromerzeuger. Dieses Notstromaggregat ist besonders leise. Hierbei handelt es sich um das Modell Matrix, welches sich mit einigen Vorteilen auszeichnet. So kommt hierbei ein Viertaktmotor zum Einsatz, der auf der Inverter-Technologie basiert. Somit ist dieser Stromerzeuger auch zum Betrieb von empfindlichen Geräten geeignet, wie zum Beispiel Akkus, Smartphones oder auf Computern. Der Hersteller hat zudem einen sehr großen Wert darauf gelegt, dass der Stromerzeuger eine möglichst geringe Geräuschemission produziert. Im Abstand von 5 Metern erzeugt dieser Stromerzeuger lediglich 59 Dezibel. Außerdem steht ein 4 Liter großer Tank zur Verfügung, der bei einer 50% Last eine Betriebszeit von bis zu 6 Stunden sicherstellt. Um den Stromerzeuger möglichst einfach bedienen zu können, steht ein großes Bedienfeld am Gerät selbst zur Verfügung. Hier kannst du einige Warnungen ablesen, wie zum Beispiel die Ölmangelwarnung oder auf die Überlastungsordnung. Dies ist besonders praktisch, um das Gerät langfristig sicher in Betrieb nehmen zu können.